Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Christian Freistleben, Fachhochschule St. Pölten. Ich bin gemeinsam mit dem Josef Buchner verantwortlich für die Konferenz Inverted Classroom and Beyond, deren Organisation und Umsetzung. Ich habe hier eine unserer Impulsgeberinnen hier, die Gisela Schutti, und ich mag dich bitten, dass du dich hier vorstellst, bitte. Ja, hallo, freut mich, danke für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf die Konferenz. Mein Name ist Gisela Schutti, ich bin Leiterin des Zentrums für Hochschuldidaktik an der Fachhochschule Oberösterreich und beschäftige mich damit jetzt schon doch seit einigen Jahren mit dem Thema Inverted Classroom. Das ist ja ein schöner Ausgangspunkt gleich für unseren Word-Wrap, nämlich das größte Potenzial des Inverted Classroom-Modells ist für dich. Guten Kontakt zu Studierenden in Präsenzlehrveranstaltungen zu bekommen. Einer Lehrenden, der die mit ASM beginnen will, würdest du empfehlen? Nicht so viel Aufwand zu betreiben, um super tolle Videos zu erstellen. Eine Rückmeldung, die du immer wieder mal hörst von Lernenden, eine positive Rückmeldung zum ASM ist. Wow, cool. Habe ich erst letztens in der Lehrveranstaltung gehört von einer sehr jungen Studentin. Hat mich sehr gefreut. Sie war sehr verblüfft, dass sie da wirklich mich reden hört, wenn sie sich die Folien ansieht und dass das nicht irgendwas ja, von jemand anderem ist, sondern dass das wirklich ich bin. Okay. Am stärksten merkst du im Lehren Veränderungen durch das ICM, woran? Ja, eigentlich ist es wirklich der Kontakt zu Studierenden, der sich stark verbessert. Ich merke sehr stark, wo Studierende hängen, wo sie Probleme haben, wo Fragen auftauchen und auch, wie schwierig es teilweise ist, wirklich zuzugeben, dass man was nicht verstanden hat vielleicht und dann damit umzugehen im Hörsaal, das finde ich ganz spannend. Am stärksten merkst du im Lehren Veränderung, nein, Quatsch, dein persönliches ICM-Motto ist daher. Ja, mit mehr Freude in die Lehre. Gut, worauf du dich bei der Konferenz freust, magst du uns noch sagen, bitte? Ja, bei der Konferenz freue ich mich immer auf den Austausch. Also ich finde es immer ganz, ganz spannend, so viele verschiedene Personen zum Thema ICM hier zu treffen. Ich finde es auch immer ganz toll zu hören, was die anderen so machen. Und ja, also das ist, ich finde immer diesen Austausch und für mich gibt es immer wieder so einen neuen Impuls, auch wirklich dran zu bleiben, auch wenn es im Alltag manchmal schwierig ist in der Umsetzung. Gut, was wirst du bei der Konferenz einbringen, beziehungsweise ihr? Ja, also Gerold Wagner und ich. Gerold Wagner ist ein Kollege von mir an der Fachhochschule Oberösterreich, der an der Fakultät in Steyr unterrichtet. Und ich, wir werden ICM vorstellen in Bezug auf den Umgang mit heterogenen Bedürfnissen. Also wie hilft uns Inverted Classroom dabei, heterogene Bedürfnisse gut abzudecken? Heterogene Bedürfnisse sind für uns Bedürfnisse wie zum Beispiel studiere ich Vollzeit oder berufsbegleitend. Heterogene Bedürfnisse sind auch Bedürfnisse so im Umgang mit den neuen Medien. Manche sind da sehr fit, andere wiederum nicht. Andere finden es auch schwierig, überhaupt Zugang zu bekommen oder überhaupt jetzt mit einzelnen Schwierigkeiten, die vielleicht auftauchen, wenn ich mir erstmals was anhören soll und es funktioniert nicht gleich auf meinem Computer, wie ich damit umgehe. Also das sind auch heterogene Bedürfnisse. Ja, und heterogene Bedürfnisse sind auch unterschiedliche Zugänge, doch in Bezug auf die unterschiedlichen Herkünfte von unseren Studierenden oder die unterschiedlichen Arten von Lehrveranstaltungen. Wir haben ja an der Fachhochschule Oberösterreich vier verschiedene Fakultäten zu ganz verschiedenen Themen, also IT, Technik, Management und Soziales und Medizintechnik. Und diese vier Fakultäten haben doch unterschiedliche Bedürfnisse auch, sozusagen auch die Lehrenden, aber auch die Studierenden an den Fakultäten in Bezug auf Inverted Classroom. Und darauf einzugehen, ist schon eine Herausforderung auch bei uns in der Fachhochschule Oberösterreich. Ja, und du behauptest ja glaubhaft, dass da das ICM dabei hilft, auf diese schön dargestellte Heterogenität einzugehen, und zwar wie? Ja, also schon, weil man eben, glaube ich, durch Inverted Classroom
einen guten Kontakt zu Studierenden bekommt und mehr Zeit im Hörsaal hat, um auf diese Heterogenität einzugehen. Wichtig dabei ist allerdings, also wichtig, wirklich ein sehr großer Stolperstein erlebe ich, ist einfach wirklich so dieser Umgang mit den technischen, mit den digitalen Medien einfach. Also das ist so, das muss man sehr, sehr gut aufsetzen und sehr, sehr gut unterstützen, damit das nicht zum großen Hemmschuh wird bei diesen unterschiedlichen Zielgruppen. Du bist Teil des Knowledge Cafés, also eines sehr interaktiven Austausches. Hast du da schon Ideen, wie ihr da vorgehen werdet? Ja, also wir möchten, also ich werde alleine kommen, da ja die Konferenz leider in den Semesterferien in Oberösterreich stattfindet. Also ich möchte doch auch aufzeigen, sozusagen, wie wir mit Heterogenität umgehen. Ja. Ja, ich hoffe, dass vielleicht auch heterogene Personen auf der Konferenz sind und kann dann vielleicht live zeigen, sozusagen, wie das gelingen kann, damit unterschiedlichen Fragestellungen umzugehen. Okay. Ja, das klingt super spannend. Freuen wir uns drauf und bis dahin alles Gute und anmelden zur Konferenz Inverted Classroom and Beyond jetzt. Und dann alles Liebe, liebe Gisela. Danke.